Danke für dein Vertrauen. Der Plan ist einfach und sollte nur wenig Zeit in Anspruch nehmen. Jetzt, da wir dem Ausbruch der Apokalypse gegenüberstehen, geht es schwer wie... Nee, die Story ist schön meiner. Na gut, dann nicht. Dann helfe ich dir halt nicht. Dachte, ich könnte für dich weiterspielen. Nochmal von vorne leben. Schwerwiegende Entscheidungen zu treffen. Umso wichtiger ist es, dass wir eine Übereinkunft mit den Loporit darüber finden, was unsere Ziele sind und wie wir sie erreichen. Es ist klar, dass wir alle so viel Leben retten möchten, wie irgend möglich. Aber wenn wir Erfolg haben wollen, darf es keine Missverständnisse geben. Um unsere Intention zu verdeutlichen, möchte ich unseren kleinen Helfer ein symbolträchtiges Geschenk überreichen. Aber dazu benötige ich eine spezielle Zutat. Wir sollten sie etwas weiter östlich von hier finden. Bitte folge mir. Nur mal die Leertaste drücken, dass ich mich nicht ausschlage. Das könnte ich versuchen. Ich weiß so nicht, ob das so über die Entfernung funktioniert, aber ich gebe mein Bestes. Jetzt möchte ich einmal wissen. Da. Da ist die Vendetta-Quelle. Das wird echt der einzige Ort sein, wo ich bisher die meisten Vendetta-Quellen kriege. Unheimlich. Drei Stück wären nur noch. Nein! Nicht von die tanzen. Oh Gott. Richtung Westen. Also in die Richtung dann quasi. Ich glaube jetzt die entgegengesetzte Richtung. Da gehe ich jetzt nicht hin. Nein, nein. Da ist Orion Jay, glaube ich. Ja. Pilze aller Art. Hervorragend. Sie sind mir ins Auge gefallen, als wir auf Argos Rücken über das einzige Gefängnis Zodiacs flogen. Von den Numu habe ich einen Zauber gelernt, der mir helfen sollte, das notwendige Material für mein Geschenk aus dem Pilz zu extrahieren. Allerdings erfordert dieser Prozess ein hohes Maß an Konzentration. Wenn du Wache halten könntest, während ich den Zauber wirke... Ach, war ja klar. Okay, wo ist das Ding? Hinter, ne? Da? Ne. Da! So lila, das sieht man nicht. Okay, und jetzt noch mal warten. Okay. Sehr gut, damit wäre es geschafft. Eine magische Tinte nach Art der Nu. Ja, ihre Eigenschaften sind jetzt nicht unbedingt außergewöhnlich oder gar magisch. Allerdings ist die Farbgebung eine ganz besondere.
Mit natürlichen Extrakten hätte ich so etwas kaum erreichen können. Edaya, Orion G., gelobt sei große Möhre. Ich habe euch gefunden. Ich dachte schon, ein Mondwesen hätte euch aufgefordert oder ihr wärt von irgendeiner der vielen Schluchten hier verschluckt worden. Istolo sucht dich ganz dringend. Sie sagte, sie habe etwas Wichtiges mit dir zu besprechen. Du solltest sofort zurückkehren. Und du sollst ganz alleine kommen. Ja, das hat sie gesagt. Aber keine Sorge, ich wollte Orion und Jill ohnehin bitten, uns bei einer unglaublich wichtigen Sache zu helfen. Richtig? Wir müssen ein Päckchen am Palast des Wächters abholen. Ist aber viel zu schwer für uns armen kleinen Loporit. Mit Orion und Jills Hilfe sollte das natürlich kein Problem sein. Soll nur beim Tragen helfen? Nein, nein, das ist nicht nötig. Orion und Jays Hilfe sollte vollkommen ausreichen. Macht ja keine Umstände. Außerdem will ich nicht Istolas Zorn auf mich ziehen, wenn sie mich mit diesen Augen anschaut. Puh, aber jetzt husch. Hoppe ruhig los. Sie wartet sicher schon. Sei unbesorgt. Es wird schon in Ordnung sein. Mag nicht der muskulöseste Elesen sein, aber etwas Gepäck werde ich dennoch tragen können. Wir schauen dann einfach mal Richtung Westen. Komme ich denn da überhaupt rüber? Wahrscheinlich nicht. Doch da. Nein, jetzt gibt das Vieh hier bunt. Mit einem Kragen? Oh mein Gott. Lunazenda Königin. Oh, dem Vieh möchte ich so an sich jetzt noch nicht zum Nahe kommen, aber... Fünf Jahre Richtung Westen, das heißt unter mir. Südost, ja. Sind irgendwo da hinten. Die restlichen werde ich dann hier wohl erstmal noch nicht kriegen. Weil kann ich mich dann bei Zeiten mal auf den Weg machen. Dann fehlen ja nur noch ein paar für die Quest. Durch Quests. Jetzt dürfen wir Istola suchen. Frage alle Fragen, wo ist sie? Da.
Irgendwo. Das ist wieder Scatman. Das ging ja schnell. Ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass du schon so bald wieder hier sein würdest. Ich soll dir so nach dir verlangt haben? Ich habe nichts dergleichen getan. Ich frage mich, was Lingwingwell dir da erzählt hat. Aber wenn du schon mal hier bist, gibt es tatsächlich eine Kleinigkeit, bei der du mir helfen könntest. Growingway hat uns von einem Lubrid erzählt, der offensichtlich einiges über die letzten Tage weiß. Er ist Runningway. Runningway kenne ich auch noch. Runningway ist auch aus FF4. Also, der hat sich da wirklich mal so genannt. Leider hat dieser Geselle die Eigenart, immerzu von einem Ort zum nächsten zu eilen. Er ist äußerst schwer, ihn für ein Gespräch in die Finger zu bekommen. Gibt es vielleicht einen Ort, an dem er Halt macht, um sie auszuruhen? Oder können wir ihn irgendwie auf eine andere Art stoppen? Wozu die Eile? Wir könnten doch erst einen Krug Möhrensaft trinken und dann... Nein. Seufz. Also gut, wenn es wirklich so wichtig ist. Hier, ihr könntet dieses Moosglibber-Dinger benutzen. Die sind etwas bäh, aber sie verfehlen ihre Wirkung nicht. Runningway und seine rätseligen Mund rennen hier immer zu im Kreis. Es kommt zu übersehen, wenn du ihn findest, wirf einen dieser Glibberbälle in den Rachen und die Sache hat sich erledigt. Eine etwas drastische Lösung, aber die Apokalypse steht an. Das letzte Mal habe ich ihn hier in der Gegend rumwuseln gesehen. Wir sollten uns aufteilen, dann finden wir ihn schneller. Ist dem so? Bin aber wieder raus. Viel Spaß euch noch. Bis Tage. Ja, wir werden uns heute bestimmt nochmal schreiben. Ja, bestimmt. Bestimmt werden wir das. Porit, Gästalo, Porit. Mutmaßlicher Running Way. Okay. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Erfolg bei der Arbeit. Okay, warte mal. Bist du dann ja. Gehetzter Loporit. Gehetzter Loporit. Ich hab mega Bock nicht. Das glaube ich. Ox, Moosglibber, ist das dein Ernst? Ich geb auf, ich geb auf. Hä, hey, was? Hast du mir dieses Glitch-Zeug einfach ins Gesicht geschmissen? Darf ich fragen, warum? Was soll das? Sag schon! Wie? Ich soll etwas über die letzten Tage wissen? Ha! Soll das ein Scherz sein? Wirklich? Mann, das ist das Lustige, was ich seit langem gehört habe. Wer hat dir denn den Quatsch erzählt? Joking Way? Wer hat schon die Zeit für die letzten Tage, wenn wir kurz vor der großen Reise stehen? Ha! Wen interessiert schon die Ruhe von gestern? Mich nicht! Sicher, Heidelin hat uns einiges an Wissen über die letzten Tage mitgegeben, aber ich weiß kein bisschen mehr als alle anderen Loporiten auch. Da hat dich jedenfalls jemand an der Stupsnase herumgeführt. Wenn ich die halbe Portion erwische, gibt's einen auf dem Puschel, aber sowas von. Tut mir leid, dass ich nicht helfen konnte, aber ich muss jetzt weiter. Die Arbeit ruht nie und ich habe keine Zeit. Und tschüss, bis bald, bleib heiter, muss weiter. Oh Gott. Also irgendwas Komisches geht da ab. Oh Gott. Ich kriege eigentlich nicht so... 86. Das dauert ja noch.
Weit und breit ist von diesem Running Vegas zu sehen. Wie sieht es bei dir aus? Er weiß also nicht mehr als die anderen Luporiten auch. Hast du eine Erklärung dafür, Growing Way? Nun, ich, also, ein Missverständnis, ja genau, das ist es, ein Missverständnis. Tut mir wirklich wahnsinnig leid. Aber lass mich mal überlegen, wer über die letzten Tage Bescheid weiß. Hm, nein, mir fällt beim besten Willen gar keiner ein. Was ist mit Oyongji? Du hast doch sicherlich vorhin mit ihm gesprochen. Sagt er, wann der Zug sein wird? Er ist auf dem Weg zum Palast des Wächters mit Living Way? Verstehe. Da unser Growing Way ja hier scheinbar Gedächtnislücken hat, können wir auch genauso gut Oyongji beim Tragen etwas zur Hand gehen. Was? Das geht nicht. Ich meine... Jetzt erinnere ich mich wieder. Ja, richtig. Warum ist mir das nicht nur vorher eingefallen? Unsere Archive sind randvoll mit allerlei Wissen. Da findet sich bestimmt etwas über die letzten Tage. Ganz sicher. Kommt, ich führe euch direkt hin. Warum glaube ich denen nicht? Oh. Ich werde jetzt auch gleich nochmal ganz kurz aufs Klo gehen. Vorher will ich wissen, was wir da für Handschuhe gekriegt haben. Danke, Luna. Oh, die letzte Quest hier dann. Wenn es jetzt schon Windederquelle wieder gibt. Du warst bestimmt schon in der nächsten Inni, oder, Luna? Wie weit bin ich entfernt? Okay. Und dann schaffe ich zumindest eine Inni heute. Das ist schon mal gut. Oh, was soll ich nur tun? Ich habe Living Way versprochen, dass ich helfen würde, aber... Ach, schon gut. Bringen wir es hinter uns. Kommt auf zum Archiv. Dort findet ihr bestimmt, was ihr sucht. Keine Frage, ja. Im Eingangsbereich gelangen wir ins obere Stockwerk. Auf der Nordostseite befindet sich das Archiv. Folgt mir. Die Luporit spielen hier irgendein falsches Spiel, so viel ist klar. Doch wenn wir etwas über die letzten Tage herausfinden können, müssen wir vorerst mitspielen. Trotzdem haltet besser die Augen offen. Mhm. Wobei ich mir jetzt wiederum die Frage stelle, warum spielen die ein falsches Spiel? Was bringt denn das? Was denn? Irgendwas Neues, warte. Kriegt man hier eigentlich für einige der Aufgaben? Oh. Ah, okay. Ja. Ja. Will ich? Ich will gerade den Schokomob hier nicht. Deswegen will ich eigentlich... Okay. Jetzt warte ich. Warte. So. Jetzt. Ich nehme jetzt einfach hier nochmal ein paar Nebenquests an. Muss ja morgen eh leveln. Und ein paar Aufgaben hier abarbeiten. Hier ist auch noch eins da. Bei Learning Way. Gut, dafür gibt es sogar was.
Hey, das ist geil. Ich will auch. Ich will auch. Ich will auch. Ich will auch. Woher? Okay, gut. Dann bin ich beruhigt. Oh Gott, und dann mit meinem Tänzer hier die ganzen Nebensquests abarbeiten. Na, das kann was werden. Nein, ich habe die maximale Anzahl an Aufträgen. Lol, wo habe ich denn die... Ach so, weil ich so viel Kristallium noch habe. Oh Gott. Okay. Gut. Nehmen wir halt keine blauen Quests. Doch, ich muss da hoch. Nee, wo muss ich lang? Ich muss einmal auf die andere Seite. Oh Gott, ich habe morgen auf jeden Fall sehr viel zu tun mit meinem Reaper und mit meinem Tänzer. Wobei, warte mal, ich könnte auch einmal kurz auf Reaper gehen. Und zumindest. Wobei. Ah nee, ist ja noch gar nicht umgestellt. Da? Nee. Okay, nachher kann ich das auf jeden Fall selber kurz machen. Werde ich damit zumindest die Dinger fertig machen. Das wird lustig. Nicht. Die Richtung ist einfacher. Das andere ist Schwachsinn. Und diese armen Bomber. Das Archiv liegt direkt hinter dieser Tür. Aber es ist verschlossen. So ein Ärger aber auch. Naja, dann müssen wir eben denjenigen finden, der den Schlüssel hat. Schluss mit dem Unsinn, Growing Way. Wenn ihr uns nicht über den letzten Tage zu erzählen habt, dann sagt es. Aber wenn wir die Katastrophe verhindern wollen, können wir es uns nicht leisten, kostbare Zeit zu vertrödeln. Ihr wisst sicher, was einst in Amaurot geschehen ist. Die Schrecken haben sich in die Erinnerungen des ganzen Planeten gebrannt. Und ihr wart es doch, die zu großer Eile gedrängt haben. Ja, das stimmt, aber wir haben alle dafür alles dafür gegeben, die perfekten Lebensbedingungen zu schaffen. Tausende von Jahren haben wir daran gearbeitet. Bis wir endlich unser Werk zeigen konnten, hattet ihr nichts als Kritik und Beschwerden für uns übrig. Nur einer von euch hat erkannt, was auf dem Spiel steht. Hat gesehen, was das für was dieser Ort sein könnte. Und deshalb müsst ihr hier bleiben, bis. Das heißt, Living Way hat hier aufgetragen, um sie abzulenken.
Und ihr habt wohl Oriongé als euren Verbündeten auserkoren, was? Ja, so ist das. Ich glaube, das ist ein Missverständnis, lieber Growing Way. Wir haben uns niemals gegen den Mond als Zufluchtsort ausgesprochen. Aber ich bin noch nicht bereit, meine Heimat und die Splitterwelt ihrem grausigen Schicksal zu verlassen. Wenn es einen Weg gibt, die bevorstehende Katastrophe abzuwenden, möchte ich ihn finden. Wir alle wollen das. Vielleicht werden wir bei dem Versuch scheitern. Und gerade deshalb liegt uns nichts ferner, als gegen eure Pläne zu arbeiten. Aber wir müssen einfach versuchen, den Planeten zu retten. Das Risiko ist zu hoch. Ihr dürft jetzt nicht zögern. Wenn wir zu spät mit der Evakuierung anfangen, wäre die ganze Arbeit umsonst. Und wir werden dafür tun, dass die Bewohner hier glücklich werden. Das ist, wofür wir leben. Ja, dann schickt doch einfach ein paar Leute hoch und dann ist gut. Dann sind zumindest ein paar gerettet. Wir können nicht zulassen, dass ihr das Leben der Bewohner von Eteris aufs Spiel setzt. Und nein, ich will nicht gegen die kämpfen. Deshalb werden wir euch aufhalten. Ergreift sie, Freunde. Wir haben einen Teleporter in Kalem, halt. Just saying. Deswegen, weißt du, statt dann einfach zu sagen, okay, wir versuchen natürlich das Beste, aber dann einfach die Zivilisten schon mal zumindest vorsorglich hochschicken, das wäre doch schon mal ein, ne, so ein Kompromiss gewesen. Ich meine, wir haben hier nie gesagt, wir gehen, ne? Wir sagen Nein zu dem Ganzen. Hallo Masaki. Es geht dir gut. Und viel Spaß im Lurk, Luna. Ach ja. Ich kann mich da jetzt drüber auflassen. Masaki, welche Farbe? Welche Farbe willst du da haben? Ach, endlich kommt dieses Rot weg. Grün, okay. Es kann sein, dass ich jetzt kurz aufstehen muss. Da ist aber grün. Ja, ich muss aber kurz aufstehen. Die Fernbedienung will nicht. Bin gleich da. Sieht zwar ja aus wie hellblau, aber es ist tatsächlich grün. Die Kamera macht das alles ein bisschen seltsam. Aber krieg ich. Ah, das macht sie, glaube ich, auch noch eher blauer. Na egal. Ist aber grün. Es ist grün. Ich habe es sogar ein bisschen dunkler gemacht, damit man es ein bisschen besser sieht. Grün hatten wir nämlich noch gar nicht. Ich kann aber mal gucken. Ja, öffnen bitte. Oh Gott. Das ist ein bisschen zu starker Kontrast. Ich versuche gerade, dass ich das nur noch ein bisschen anders cool hinkriege. Glaubst du, passt das so? Ich glaube, habe ich zwar ein bisschen andere Farbe.